Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Hier ist Apple Enthusiast und in diesem Video zeige ich dir, wie du mit einem Befehl einen Ordner erstellen kannst, der mehrere Ordner enthält. Also Ordner in Ordnern, ja? Wenn du meine bisherigen Videos verfolgt hast, dann kennst du ja schon den Befehl mkdir und du merkst ja, ich spreche das Englisch aus, denn ja, ohne Englisch kommt man in der IT-Welt nicht allzu weit. Oder mkdir, wenn man es auf Deutsch ausspricht, aber mkdir sollte dir jetzt auch nicht fremd klingen. Ne? Und mit diesem Befehl kannst du ja einen Ordner erstellen. So, ne? Ein Ordner. Ja, dann lässt man mal auf, was wir hier haben. Dann haben wir nämlich hier meine Standarddateien in meinem persönlichen Verzeichnis und den Ordner, den ich hier gerade erstellt habe. So, den lösche ich wieder mit rmdir und Ordner und Tschüss und Arrivederci. Und du siehst ja, dieser Ordner ist wieder verschwunden. Jetzt kann ich ja mal probieren, ob ich einen Ordner erstellen kann, der einen Ordner enthält oder zwei Ordner enthält. Und ich nenne jetzt mal diesen Ordner Folder. Das ist nämlich der englische Begriff für Ordner. Und jetzt Folder 1 und 2. Und wenn ich jetzt den mkdir-Befehl abschicke mit der Betätigung der Enter-Taste, dann passiert nämlich gar nichts. Dann bekommen wir einen Fehler. Und das funktioniert nicht. Also ich kann diesen mkdir-Befehl oder mkdir-Befehl nicht nutzen, wenn ich jetzt einen Ordner erstellen möchte, der einen anderen Ordner enthält. Also wenn ich jetzt ls betätige, siehst du ja, nichts ist passiert. So, aber ich kann was machen. Ich kann nämlich diesem mkdir-Befehl oder mkdir-Befehl eine Option mitgeben. Und dafür sind Optionen gut, denn sie bewirken etwas. Und ich kann die Option geben p, also minus p. Und jetzt probiere ich mal, ob es klappt. Also mir nach Folder 2 und Folder 3. So, jetzt war ich mal ganz gewagt und oder bin ganz gewagt. Ganz mutig gehe ich voran und versuche mal, ob wir hier einen Ordner erstellen können, der sage und schreibe einen Ordner enthält, der wiederum einen weiteren Ordner enthält. Okay, mkdir mit der Option p. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Enter. Okay, schon mal keine Fehlermeldung. Das ist ja was. ls, dann schauen wir mal. Aha, wir haben einen Folder da, wunderbar. Und dann wechseln wir nochmal rein. Cd und Folder 1. Und wir sind im Ordner 1, also Level 1. Ich verwende jetzt den ls-Befehl und dann sehen wir tatsächlich unseren zweiten Ordner. Wow, also der zweite Ordner ist erstellt worden. Und jetzt die große Spannung. Jetzt probieren wir mal in den zweiten Ordner zu wechseln mit dem cd-Befehl. Und was sehen wir da? Ja, noch gar nichts, denn wir sehen, dass wir im zweiten Ordner gelandet sind, aber wir wissen noch gar nicht, was da drin ist, ob da was drin ist. Und wenn ich den ls-Befehl jetzt mal eingebe, dann siehst du, ja, Folder 3 ist auch drin. Also, ich verwende hier den englischen Begriff für Ordner, der ist Folder, damit du dich so ein bisschen dran gewöhnst. Ne? Also ich sag's nur und ich sag's immer wieder, ist wichtig, dass du deine Englischkenntnisse ausweitest. Und okay, wie dem auch sei, also das hat geklappt. Und das ist nämlich hier diese Option P. Und ich kläre jetzt mal den Bildschirm und wir sind ja jetzt hier PWD, wie du siehst, im Folder Nummer 2. Und ich wechsle ganz einfach ins Home-Verzeichnis und ins persönliche Verzeichnis. Ab geht's nach Hause und siehst du, da bin ich wieder zu Hause im persönlichen Verzeichnis angelangt. Und ja, wenn ich jetzt auf die Idee kommen sollte,
diesen Ordner mit all den Unterordnern zu löschen. Ganz einfach RM, R und Folder 1. Und dann schauen wir mal, ob der noch da ist. Nein, er ist verschwunden. Er ist ja über den Jordan gegangen, im Nirvana gelandet, wo auch immer. Auf jeden Fall ist er weg. So, und das war's. Kurz, knapp, bündig, schmerzlos. Das ist das Tutorial zu diesem Thema gewesen. Einen Ordner erstellen mit weiteren Ordnern oder einen Ordner mit Unterordnern zu erstellen. Und du siehst also, es lohnt sich immer weiter, sich ins Terminal einzuarbeiten. So kommst du voran und nach werden dir solche Befehle und auch Optionen ja selbstverständlich werden. Ne? So, ja, abonnieren nicht vergessen, abonniere meinen Kanal, denn ich sage das immer wieder, du sitzt hier in der ersten Reihe und ich bringe dich ganz weit nach vorne. Ich bringe dir Programmieren bei. Es kommen viele, viele Tutorials auf diesen Kanal. Ich werde vieles hochladen, nicht nur zum Terminal, auch zum Terminal. Also diese Terminal-Serie wird eine ganz, ganz, ganz lange Serie werden, aber ich werde natürlich auch wieder Tutorials aufgreifen zu Swift, ganz wichtig, Swift programmieren, jawohl, und C programmieren, C++, also diverse Programmiersprachen, die werde ich abhandeln, aber nun ja, ich bin ein Ein-Mann-Unternehmen und ja, und das erfordert halt sehr viel Zeit, ne? Und ja, aber diese Zeit nehme ich mir. Mir macht es ja auch Spaß, das alles hier für dich aufzunehmen. Bleib dran und ach so, nach dem Abonnieren siehst du ja eine Glocke. Wenn du auf die Glocke klickst, dann bedeutet das, dass du von YouTube Benachrichtigungen bekommst, sobald ich ein neues Video hier hochgeladen habe. Ne? So, das war's. Und ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und Zuhören und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.